Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Man merkt langsam, ich werde hier dunkel. Aber. Naja, irgendwie draußen ist schon bewölkt. Zieht sich irgendwie ganz schön zu. Wird doch immer drückend. Naja. Ein Sturm zieht auf. So, wir mussten noch ein Stück fahren. Ah ja, genau, wir waren hier bei der Rastplatz. Ach, wir kommen mal raus. Das ist auch ein schöner LKW. Gut, außer dass es ein bisschen kaputt ist, aber wenn er jetzt nicht kaputt wäre, wäre es ein schöner LKW. So. Na dann. Freie Bahn mit Marzipan. Oh, da unten, hä? Bei den Bäumen da unten sieht es aus, als wenn da Luft dazwischen wäre. Was ist denn da los? Das ist ein Baum. Ah, okay, die Bäume sind an sich so. Lol. Ja, gut. Da wollte ich dem Spiel schon wieder einen Grafikfehler unterstellen. Ich glaub's ja. Oh, Alter. Digga, what the hell? Not bad at all. Aber ist auch gut runter. Alter, was ist das hier für eine Gegend, Mann, da kommen. Not bad.
Wow. Hey, was ist eine riesige Industrieanlage da unten? Das ist hier kein Kamerasymbol, das verstehe ich gar nicht. Dann kann man hier Jobs annehmen. Digga, ist das riesig. Hammer Nackholm. Hä? Yeah. Warum ist jetzt wohl so weit vorne? Weil sind normalerweise immer hier auf der Kornfläche? Wie ich mich gerade verwirrt? Egal. Interessiert uns eh nicht. Wir wollen bloß pennen gehen.
Actually. Ich glaube, so rumwenden macht eher Sinn. Schöne Brücken. We'll be right back.
über diesen Stau an. Weil wir haben bitte schön hinter so einer Schnellstraße einfach ein Stoppschild. Heieieiei. New Mexico. Ja. Eigentlich wollte ich nicht nur abschalten, sondern nur Doppelblick anmachen, aber gut. So geht's auch. Gut geparkt. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier unten. Aha, aha, aha. Okay, gut. Was weiß ich jetzt machen? Das ist immer das Blöde, wenn du da zwei Spuren hast, dass du das immer genau bei der falschen Spur macht. Ja, auch wieder. Danke. Kommen wir hier lang. Dann kommen wir nach da. Und dann kommen wir. Actually, wir fahren das mal bis hier. Hier haben wir schon alles. Das ist doch eine Schnickstrecke. So, mal kurz gucken. Ob wir mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was zu kaufen. Wie wäre das? Wir brauchen 1 Million für eine Garage ungefähr. Wir könnten also gleich 4 Garagen kaufen. Nice. Wo ist denn das? Wenn der weiß, wo der Bäume sieht. Ich kaufe mir Elko. Glaube ich mal das hier, weil das ist auch eine schöne Garage, wenn wir dann hier später die Gebiete hier haben. Aber da einen schönen Anschluss dazu. Na, ja, verwenden können wir auch kaufen, ist auch so schön in der Mitte. Von allem, was wir haben. Und wenn wir noch Geld übrig haben für eine weitere Garage, kommen wir uns in Las Vegas. Also, nicht die ganze Stadt. Obwohl doch, warum nicht? Garage Manager. So, Elko, aufrüsten. Bam. Bam.
no pressure. And I find it hard to say no. Na, dann rüsten wir noch Giletto auf. Oder Gilette. Ich weiß nicht, wie wieder Auto ausgebrochen wird. Aufrüsten. Und was noch? Ach ja, vermitteln. Drei Garagen sollte auf jeden Fall erstmal dingsern können. Also mit LKW versorgen können. Wobei LKW kaufen brauche ich aber nächste Folge. Weil wir müssen 15 LKW kaufen. Das schaffe ich sowas von nicht mehr in der Folge. Von daher sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.